Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill. Heute gibt es richtig leckeres Pfannengyros. Welche Vorteile sich aus dieser Zubereitungsart im Vergleich zum Drehspieß ergeben und auf was es zu achten gilt, das erfahrt ihr heute im Video und ich stelle euch außerdem noch ganz leckere Serviervorschläge vor. Viel Spaß! Pfannengyros ist eigentlich ein Quatsch, weil Gyros heißt am Spieß zubereitet. Habe ich auch schon gemacht. Gyros am Spieß, wunderbar eingelegt mit frischen Kräutern. Aber heute möchte ich euch mal die praktischere Variante, und zwar das Pfannengyros, vorstellen. Und daraus ergeben sich nämlich drei Vorteile. Zum einen braucht ihr keinen Drehspieß, es gelingt ganz einfach in der Pfanne. Zum zweiten gelangen überall Röstaromen heran, weil wenn ihr euch vorstellt, ihr schneidet das Fleisch vom Spieß, dann ist nur das Äußere geröstet und die Schnittfläche natürlich nicht. Das habt ihr beim Pfannengyros dann schön überall dran, diese Röstaromen. Und drittens noch ein Ding, das sich da ergibt, es können größere Portionen zubereitet werden, ja, weil beim Drehspieß, wie schon gesagt, schneidet ihr dann ein bisschen was ab und dann müssen manche warten, bis das Fleisch sich wieder dreht und wieder Röstung angenommen hat. Jetzt erkläre ich euch, welches Fleisch für Pfannengyros in Frage kommt. Wie auch für die normale Zubereitung von Gyros verwendet man ganz klassisch Schweinenacken, auch Schweinehals genannt. Und so ein Stück habe ich hier auch. Schweinehals ist natürlich ein bisschen durchwachsen, auch mit Fett durchzogen. Wer das nicht so mag, der weicht einfach auf Schnitzelfleisch aus. Und es gibt da nur die Möglichkeit, Putenfleisch zu verwenden. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man das Fleisch fürs Pfannengyros vorbereitet. Ich habe es ja schon am Anfang angekündigt. Ich erzähle euch, auf was es bei der Zubereitung von Pfannengyros zu achten gilt. Und dazu kommen wir jetzt, weil das ist nämlich ganz wichtig. Und zwar habe ich hier den Schweinehals. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht, den Schweinehals schon in kleine Stücke geschnitten. Jetzt passt mal auf was da ankommt. Ihr schneidet euch da einfach so Scheiben zuerst mal runter. Und jetzt ist ja der Schweinehals, wie ich das schon gesagt habe, sehr durchwachsen. Und ich habe schon, der Kameramann, der hat letztes Mal Pfannengyros gemacht mit Flachsen und Fett. Ja, das könnt ihr euch ja vorstellen, Kameramann, Fleisch, alles dran. Und dann hat er mir einen Pita da serviert, mit dem Fleisch gefüllt. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe einen riesen Hunger gehabt nach dem Sport. Ich beiß da rein und dann, also Flachsen ohne Ende. Der Kameramann hat natürlich genüsslich gegessen. Mein Vater hätte auch gesagt, ja, ist doch super, haben wir ja noch alle Zähne drin, der Kameramann. Aber ich empfehle euch wirklich sowas, so ein Fett und Flachsen. Gut, beim Fett kann man nur sagen, da würde ich euch empfehlen, vielleicht das Fleisch mit einem Anteil Fett und mit einem Anteil magerem einfach so zurechtzuschneiden, dass ihr nicht direkt nur Fett habt. Weil, gut, Fett, das ist ja nicht unbedingt was Verkehrtes, aber so Flachsenzeug, das schneidet ihr auf jeden Fall weg. Das ist wirklich wichtig, weil sonst wird das Pfannengyros kein Hochgenuss, sondern ein Reinfall. Aber beim Drehspieß-Gyros haben wir es ja auch dran gelassen, die ganzen Scheiben dran. Da hast du recht, aber das ist was anderes. Da hat das Fleisch viel mehr Zeit. Ja, das geht langsam, dreht sich langsam. Und das Fleisch wird auch ganz fein runtergeschnitten. Das ist auch nochmal was anderes. Ja? Das haben wir halt hier nicht. Hier müssen wir einfach... Weil schnell gebraten wird. Ja, und weil es auch schnell gebraten wird, das kommt noch dazu. Genau. Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr den Schweinehals nicht so gut in Scheiben schneiden könnt, dann könnt ihr ihn auch ein bisschen anfrieren. Ja? Dann wird das auch noch ein bisschen genauer, was die dünnen Scheiben betrifft, die ihr hier abschneiden solltet. Aber das merkt ihr schon, braucht ein scharfes Messer. Ansonsten einfach ein bisschen 2-3 Stunden in die Gefriertruhe, dann könnt ihr das besser verarbeiten. Genau, und hier sieht man es schon, das schneidet ihr alles weg. Schneidet da ein bisschen drumherum. Ja. Und dann kommt ihr schon an die guten Stücke heran. Das dauert halt ein bisschen, aber ich sage euch, das lohnt sich. Und was mit den Stücken machen, die du aussortierst? Genau, die haben wir hier. Die werden wir natürlich nicht wegschmeißen. Die kann man zum Beispiel zu Hackfleisch verarbeiten oder ihr könnt euch eine Fleischbrühe draus kochen. Ich verlinke euch mal rechts oben den Beitrag dazu. Da hat der Kameramann Fleischbrühe gekocht. Und wenn sich jemand den Beitrag anschaut, bitte gleich den Newsletter von www.diefrauamgrill.de abonnieren. Genau, und ein bisschen rumstöbern einfach bei Die Frau am Grill, weil da findet ihr auch noch Rezepte außerhalb von YouTube, die ich hier zeige, ja? wie eben die Fleischbrühe. Also ich werde jetzt das Fleisch soweit vorbereiten und dann gehen wir schon zum nächsten Schritt über, dem Würzen. So, ich habe das Fleisch jetzt ganz schön geschnitten, habe alle Flachsen
herausgeschnitten. Und jetzt geht's ans Würzen. Und da habe ich eine wunderbare Gewürzmischung für euch. Schaut mal unten in die Infobox rein. Da stehen die genauen Mengenangaben drin. Ihr könnt auch jede andere Gyros-Gewürzmischung verwenden oder eure eigene zusammenstellen. Und die streue ich jetzt einfach übers Fleisch und gebe außerdem noch etwas Sonnenblumenöl dazu. Und dann legen wir Hand an, würde ich sagen. Dann massieren wir das einmal schön ein. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, gleich eure Pfanne vorzuheizen und sofort zu starten, weil das sind so kleine Fleischstücke, also da zieht die Marinade oder die Gewürze ziehen da schon gut rein oder kommen überall hin, würde ich sagen. Also das ist durchaus ausreichend, wenn man da jetzt nicht so lang mariniert. Ihr könnt allerdings auch einen ganzen Tag marinieren. Und wer vielleicht das Fleisch noch zarter haben möchte, der kann ein bisschen Zwiebelscheiben, Zwiebelringe hineingeben und das Ganze bis zu 3 Tage durchziehen lassen, weil, denkt mal ans Schwenkfleisch, an den Schwenkbraten, der wird durch die Enzyme der Zwiebel richtig schön weich. Also das könnt ihr auch durchaus machen, ja, oder einschweißen, wie ihr wollt. Das heißt, da könnt ihr machen, kommen da bei uns keine Zwiebeln mit in die Pfanne rein? Nein, bei uns nicht. Warum? Bei uns, das wäre eine Möglichkeit, das kann man machen, aber wenn ihr euch dann vorstellt, ihr gebt es in die heiße Pfanne rein, die Zwiebeln verlieren Flüssigkeit. Ja, und das stört beim Anbraten. Und außerdem werden die ja nicht wirklich resch. Kameramann, wir hatten doch den Fall letztes Mal. Mir hat es geschmeckt. Ja, aber die Zwiebeln, ich würde die frisch nach dem Braten vom Fleisch dran geben. Oder was meint ihr, liebe Zuschauer? Würdet ihr da jetzt die Zwiebeln dann auch mit anbraten? Ich würde sie höchstens als Weichmacher mit in die Marinade geben und dann vielleicht separat anbraten, ja. Aber nicht mit dem Fleisch zusammen. So, ich würde sagen, wir bauen draußen auf. Der Hockerkocher, der Kattenblut-Hockerkocher von Trust Professional Services steht bereit und wir haben die Pfanne und dann geht's los. So, die Pfanne wird bereits aufgeheizt. Ich möchte euch noch einen kurzen Hinweis geben. Und zwar, wenn ihr jetzt hernach das Fleisch in die Pfanne gebt, egal wie groß sie ist, ja, auch wenn ihr mit einer kleinen Pfanne operiert, dann kippt nicht das ganze Fleisch oder zu viel Fleisch in die Pfanne, damit die bis oben voll ist, sondern bedeckt höchstens nur den Boden. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, ja, weil sonst wird die Hitze damit nicht her und wir wollen ja das Fleisch schön knusprig anbraten und das vor allem schnell. Ja, das wird eine kurze Nummer. So, dann würde ich vorschlagen, wir starten, wir legen auf. Oh, herrlich. Es duftet traumhaft. Wow. Wunderbar. Oh, nach wenigen Sekunden schon Röstaromen. Es tritt natürlich noch ein bisschen Fleischsaft auf, aber dem wird die Hitze vom Hockerkocher gleich her, die verdampft und dann bekommen wir noch schöne Röstaromen ans Fleisch. So, herrlich. Das Gyros ist jetzt fertig und jetzt mache ich euch noch ein paar Serviervorschläge. Seid also gespannt, es wird lecker. Und da geht heute Abend doch glatt nochmal die Sonne auf. Ist das nicht ein wunderbarer Teller? Das wäre jetzt so mein Serviervorschlag mit Pommes. Wir haben griechischen Krautsalat, ich habe ein bisschen Zwiebelringe draufgelegt und wir haben eine Knoblauchsoße. Ihr könnt natürlich auch Tzatziki dazu servieren. Ich blende euch noch einen anderen Serviervorschlag vom Kameramann ein. Der hat sich einen Wrap gebaut. Und es wäre auch noch möglich, ja, Pitabrot damit zu füllen. Und Aiwa ginge auch noch. Ja. Da habt ihr viele leckere Möglichkeiten. Und jetzt wird mal gekostet. Unbedingt ein Zwiebelring. So, ein bisschen Knoblauchsoße, herrlich. Ich liebe Gyros. Was für eine wunderbare
Gewürzmischung, also es schmeckt wie richtiges Gyros, wie man das kennt. Das Fleisch ist schön saftig. Also ich würde da wirklich auf Schweinehals setzen, weil der Schweinehals, der verzeiht es auch, wenn das Fleisch ein bisschen länger in der Pfanne liegt und ein bisschen mehr durchgeröstet, durchgebraten worden ist. Also herrlich, das schmeckt wunderbar lecker. Würde ich euch sehr empfehlen, mal nachzumachen. Schreibt mir gerne unter das Video in die Kommentare, wie ihr servieren würdet, welcher Serviervorschlag euch am besten zusagt. So, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht genug von uns habt, ich setze euch unten in die Infobox unter das Video noch ein paar Videos von uns. Ja. Könnt ihr noch ein bisschen durchschauen, ein paar Empfehlungen von mir. Ja, und jetzt danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut.